Allergien sind bei uns in der Gesellschaft mittlerweile weit verbreitet. Sie können je nach Grad natürlich auch lebensbedrohliche Züge annehmen. Gerade beim Bergsteigen ist es daher notwendig, dass man ein bisschen über dieses Problem Bescheid weiß, damit man einfach dann dementsprechend reagieren kann. Eine allergische Schockreaktion ist eine Extremreaktion des Körpers auf Fremdstoffe. Das kann zum Beispiel sein Nahrungsmittel, also Erdnüsse, Kirschen, was auch immer die Person allergisch drauf ist, oder Insektenstiche. Und das Dramatische an der allergischen Schockreaktion ist, dass die sehr schnell passiert und für die Personen lebensbedrohlich werden kann. Typisch für eine allergische Schockreaktion sind neben den regulären Reaktionen einer Allergie, dass dazu gehören Hautschwellungen, Rötungen, so ein bisschen Juckgefühl oder Pustelbildung. Manche Leute haben auch so ein bisschen pelzigen Mund. Viele haben Schweiß auf der Stirn. Dazu gehört eben noch diese starke allergische Schockreaktion und das ist die Atemnot. Das heißt, hier wird es ganz, ganz, ganz eng. Die Leute haben ein pfeifendes Atemgeräusch. Sie haben oft Angst, sind unruhig und das kann eben gehen bis zur Bewusstseinseintrübung oder sogar zur Bewusstlosigkeit. Trifft man eine Person an, die starke Atemnot hat, ist das Erste, was du tun kannst, sie zu fragen, kennst du das? Hast du das öfters? Brauchst du irgendwas dafür? Hast du ein Notfallmedikament dabei? Die Person wird wahrscheinlich eh schon versuchen, irgendwie an ihr Medikament zu kommen, wenn sie eins hat. Das merkst du an den Bewegungen, die sie macht. Und wenn sie selber nicht mehr in der Lage ist, den Reißverschluss von der Hosentasche oder vom Rucksack hinten aufzumachen, dann hilf ihr einfach dabei. Am besten nimmst du den Rucksack ab und hältst ihr den Rucksack hin. Das ist viel leichter, als dass du versuchst, alle 10 Taschen, wo Reißverschlüsse dran sind, irgendwie zu öffnen und zu versuchen, etwas zu finden, wo du gar nicht weißt, wie das aussieht. Die Person wird sofort an die Tasche gehen, die sie braucht, und dann auch das Medikament sofort rausnehmen. Sobald die Person das Medikament in der Hand hat, das kann zum Beispiel so aussehen, das sind immer so Stifte, gerade bei allergischen Schockreaktionen, so oder so ähnlich, könnt ihr der Person helfen, das Medikament anzusetzen. Das geht in der Regel in den Oberschenkel hinein, das geht durch die Hose. Wenn die Person zu zittrig ist und das nicht reinbekommt, dürft ihr eure Hand dazu tun und dürft helfen. Und dann steckt ihr das zusammen in den Oberschenkel hinein, 10 Sekunden lang halten, damit wirklich das ganze Medikament in den Muskel hineinkommt. Innerhalb von kurzer Zeit sollte sich der Zustand dieser Person verbessern. Das heißt, die Atemnot sollte ein bisschen besser werden. Tatsächlich geht es der Person nachher nicht wieder richtig gut. Die kann die Tour nicht fortsetzen. Die Person kennt ihre Erkrankung aber sehr gut. Ihr könnt jetzt gemeinsam entscheiden, braucht sie sofort einen Notruf oder muss sie einfach nur zum Arzt gehen. Wenn sie einen Notruf braucht, dann setzt ihr den Notruf ab, packt die Person warm ein und schaut, dass sie bequem sitzt. Sie sollte sitzen, sie wird auch sitzen wollen, weil das fürs Atmen leichter ist, und bleibt einfach bei ihr und betreut sie gut. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis zu Medikamenten geben. Das ist ein kritisches Thema. Wir als Ersthelfer dürfen keine Medikamente geben. Das gilt auch für die Notfallmedikamente der einzelnen Personen. Das, was wir tun dürfen, ist sie unterstützen, unter Anleitung helfen. Aber selber einfach den Pen aus dem Rucksack nehmen und den in den Oberschenkel stecken, das dürfen wir nicht. Tritt vor Eintreffen der Rettungskräfte keine Verbesserung ein, sondern eher eine Verschlechterung, dass euch die Person eintrübt, müde wird, einschläft und dann sogar bewusstlos wird, müsst ihr bitte unbedingt die Atmung prüfen. Wenn die Atmung vorhanden ist, dann legt die Person in die stabile Seitenlage. Und wenn sie eben nicht mehr atmet, müsst ihr bitte mit der Reanimation anfangen. Nur das hält die Person am Leben, bis die Rettungskräfte da sind. Gerade bei chronischen Erkrankungen ist es wichtig, dass ich im Vorfeld mit meinem Partner darüber spreche, dass ich also weiß, welche Medikamente er braucht, welche Medikamente er mitführt, wo die zum Beispiel sich im Rucksack befinden, damit ich ihm helfen kann und ihm diese Medikamente dann einfach geben kann, sodass er sie einnimmt oder ich ihn dabei unterstützen kann.